Fotografiergesicht zu machen. Das ist nämlich viel anstrengender als die ganze Dreherei. Romy spielt mit, bis sie Krämpfe davon bekommt. Auf Schritt und Tritt folgen ihr Fotografen. Sie will nicht mehr, doch sie muss mitspielen. Denn Stiefvater Hans-Herbert Blatzheim, der sie geschäftlich vertritt, setzt sie unter Druck. Sie verdiente das Geld, da sie unter 21 war, kam sie nicht ran. Aber Sissi war ihr Welterfolg, ihr Durchbruch, hat ihren Ruhm begründet bis heute. Und sie hat es gehasst. Der Backfisch wird erwachsen. Mit 20 fährt Romy zu Dreharbeiten nach Paris. Ihr Filmpartner, ein gewisser Alain Delon, erwartet sie am Flughafen. Sie findet den Knaben uninteressant, er sieht zum Kotzen, so die Legende. Ein Jahr später fliegt Romy zu Alain nach Paris, ohne Rückflugticket. Romy Schneider ist A, geflohen aus Deutschland nach Frankreich. Das war schon mal nicht gut, weil es der Erbfeind war. Der Krieg war erst 10 Jahre her oder 12 oder 13 Jahre her. So, sie ist zu einem Franzosen, diesem gallischen Hahn, der viel besser aussah als jeder dieser deutschen Piefer. Das war das Zweite. Sie hat ihr Mann mal verlassen, obwohl sie eigentlich Sissi 4 drehen sollte. Und sie hat in wilder Ehe gelebt. Das ist ja unglaublich. Ich sehe rot, wenn ich an diesen Kerl denke. Was ist denn das für ein Kerl? Wie sieht denn der aus? Ein Filmschauspieler. Ah. Wie groß ist er denn? So. Romys Filme nach Sissi sind Flops an deutschen Kinokassen. Die Presse schreibt sie nieder, redet vom Absturz der Sissi zu einer anrüchigen Frau. Romy ist verletzt. In Frankreich jedoch ist Romy nahezu unbekannt. Sie ist das Puppele, la petite Schneider an der Seite Alain Delons. Der dringt Romy, Regisseur Luchino Visconti kennenzulernen. Die ersehnte Wende. Visconti überzeugt sie, gemeinsam mit Delon auf einer Theaterbühne zu spielen. Romy stürzt sich in die Proben, lernt täglich 6 bis 8 Stunden Französisch. Non pas tant parce que je t'aimais. Que parce que je n'ose pas te le dire. Das Stück ist ein Erfolg. Romy besteht vor den französischen Intellektuellen. Namhafte Regie-Ikonen der Zeit wie Orson Welles und Otto Preminger entdecken Romy fürs Charakterfach. Das alles ist nicht der Grund, weshalb wir sie hergebeten haben, sondern der Grund ist eine deutsche Schauspielerin, die hier als Gast ist. Und nun, vielleicht schauen Sie einmal selbst, ob Sie sie erkennen. Auch in Deutschland will Romy ihre Wandlung zu einer ernsthaften Schauspielerin unter Beweis stellen. Würden Sie uns vielleicht sagen, was für eine Rolle Sie in diesem Stück von Tschechow in der Möwe spielen? Das ist sehr schwierig. Man würde die Rolle in der Jetzt erklären, das wäre zu lang. Nein, einem Stichwort. Das kann man nicht genau stellen. Das ist eine Möwe. Angel, when will those clouds. Es ist aus. Nach knapp 6 Jahren verlässt sie ihre große Liebe Alain. Romy schneidet sich die Pulsadern auf, leidet wie ein Hund. Nach 37 Jahren gelangten diese Fotos kurz nach der Trennung von Alain Delon hier in einer Ausstellung im Gohlitzer Schlösschen in Leipzig ans Licht der Öffentlichkeit. Fotograf Will McBride, der Romy für die Zeitschrift Twen porträtiert hatte, veröffentlichte damals nur 3 Motive. Die Fotos fand er nicht so gut. Wir waren so kurze Zeit zusammen, die hat dann so viel gebracht, so viele Szenenwechsel für sich, also so viele emotionale Änderungen, Sekunden schnell hintereinander vollzogen. Das ist ja unglaublich. Ich muss an meine Zukunft denken. Ich habe gedacht, der Job wäre nur vorübergehend. Alle meine Freundinnen sind verheiratet oder so gut wie. Ich weiß, dass in mir ein Roman schlummert. Wissen kann man sowas ja nie. Du wirst dich jetzt entscheiden müssen. Selbst wenn es ein schlechter Roman wird, ich muss... Romy Schneider lenkt sich ab mit Arbeit, dreht alles, so wie diese Klamotte, die ihr später nie gefallen hat. Privat ist sie am Zweifeln, denkt, dass sie zu selbstständig geworden sei und dass dies gefährlich sei für eine Frau. Sie sehnt sich nach einem Mann, der sie in die Knie zwingt. In Berlin wird das Europacenter eröffnet. Daddy Blatzheim hat Stieftochter Romy als Werbemaßnahme verkauft. An diesem Abend lernt sie den Schauspieler und Theaterregisseur Harry Mayen kennen. Er ist 14 Jahre älter als sie. Seine vermeintliche Stärke beeindruckt Romy tief. Das Problem, er ist verheiratet. Doch Romy will ihn haben, unbedingt. Träumt von gemeinsamen Theaterprojekten und davon, ihr Leben nach dem Gefühlschaos in Paris in ruhigere Bahnen zu lenken.
Ich will nicht mehr meine ganze Kraft und meine Nerven nur für diesen Beruf hergeben. Es ist mir nicht mehr genug. Das hat gar nichts mit Paris zu tun. Ich damit sehr viel Energie und wirklich bewusst mich herausgewurstelt habe aus diesem Nichtstun. Es war ein Film, meine Arbeit zu Ende und ich wusste nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Keine Energie, nicht einmal zum Spazierengehen oder irgendetwas. Banales, Normales, Simples, was weiß ich. Alltag. Das ist ja wichtig. Man muss ja wissen, was der Alltag ist und wie man ihn lebt. Ein Jahr später wird Romy Frau Mayen. Die Scheidungsabfindung für Mayens Ex-Frau bezahlt Romy Schneider. Wenige Monate nach der Hochzeit kommt Sohn David zur Welt. Im Berliner Grunewald genießt Romy ihre Rolle als Ehefrau und Mutter. Filmproduzent Arthur Brauner, mit dem sie als Teenager schon einen Film produziert hatte, wird Romys liebster Nachbar. Oft kommt sie mit Sohn David zum Spielen in seinen Garten. Der Junge war klein und sie hat das einzige Kind sehr geliebt und war auch sehr verbunden mit dem Harry Mayen, der hier im Theater in Berlin also inszenierte. Also sie war zu der Zeit völlig ausgeglichen und war froh und glücklich, wenn sie genießen konnte, ohne dass sie von ihrem Schwiegervater, den sie, wie gesagt, nicht geliebt hat, belästigt wurde. Noch ein Film und noch einmal immer hier, weil er Geld verdienen wollte. Und schon vielleicht ihm zum Trotz wollte sie nicht drehen. Aber dann gab es die Krisen und der Ausbruch war, neue Filme zu drehen. Wiedersehen mit Alain. Der gemeinsame Film.